Jule hat ein schlimmes Horror-Tattoo. Und noch viel schlimmer ist der Grund, warum sie sich das stechen ließ. Hi. Du bist doch auch aufgeregt. Gott. Nee, traurig, glücklich, alles. Alles zusammen. Ja, also wir beißen nicht. Schön entspannen. Das kommt du bist ja süß. Erzähl mal ein bisschen was von deinem Tattoo. Ja, also ich habe mir das Tattoo stechen lassen, weil ich meine drei besten Freunde verloren habe. Darunter auch meinen Freund und meine große Liebe. Und der hat mir das komplett verkackt. Weil die mir so viel bezahlt. Erstmal. Ganz ruhig. Zeig uns einfach mal her. Scheiße, die Hände. So, pass mal auf, wir gehen jetzt mal. Fang mal bei mir Wer an. Wer hat dich eigentlich gehabt? Ich hab mich rausgesucht. Du hast das gehabt, ne? Ich hab's rausgesucht, ja. Ja, zeig's nochmal, Randy. Zeig mir das ruhig auch mal. Also, das ist ja Sinn und Zweck, dass wir das auch mal. Also von ab, das ist schon mal nicht. Ja, ein bisschen hier. Aber das ist nicht so wild. Was ist denn genau passiert? Also wenn du es uns erzählen willst. Die hatten einen Autounfall. Die sind von Polen gekommen und sind dann zu schnell in die Kurve reingefahren. Und dann hat er die Kontrolle über das Auto verloren und dann sind sie quer im Baum rein. Ja. Er saß quasi mit im. Er war Beifahrer, ja. Das war deine große Liebe. Ja. Schon seit. Also seit die. Seit der Grundschule. Ja. Du bist genau richtig bei uns. Und dann schauen wir mal, was wir da draus machen können. Und wir beraten uns später. Und danke dir erstmal. Danke, danke dir erstmal für deine Offenheit, dass du uns das auch erzählt hast. Ja. Es ist halt eine schwere Sache. Ne? Ja. Kostet auch Überwindung, uns das eben vorzutragen. Deshalb vielen Dank dafür. Ne? Bis dann. Danke dir auch, meine Gute. Bis dann. I've been sleepless at night. Der Unfall passierte vor 2,5 Jahren und die 18-Jährige hat das bis heute nicht verkraftet. Denn mit ihrem Dennis wollte sie eigentlich ihr ganzes Leben verbringen. Das ist immer das, was ich nicht verstehe. Die werden ja schon vom Leben bestraft. In dem Falle, dass sie ihren besten Freund, ihre große Liebe verlieren durch einen Autounfall. Dann lassen sie sich als Zeichen ein Tattoo setzen und das Ding wird noch mal richtig verrissen.